Liebe Studierende, bevor wir weitermachen auf der Mentalebene, die zwar schon eigentlich ganz gut verständlich ist, aber doch immer komplexer wird, würde ich Sie bitten, also sich, wenn es irgendwie Ihre Zeit erlaubt, sich die Vorträge anzuhören, die ich vor 4 Jahren gegeben habe über den Ätherleib, über die Gedankenformen und über die Astral Ebene oder der Astralkörper. Denn diese Vorträge sind wesentlich einfacher gehalten und geben eine gute Basis ab. Eigentlich sollte man sich immer erst mit der ätherischen und der astralen Ebene beschäftigen, bevor man eben auf die Mentalebene geht. Wir machen jetzt weiter. Wir sind ja im Bereich der Gedankenwellen. Und man muss hier wirklich betonen, dass eine Gedankenwelle nicht eine klar umrissene, vollständige Idee weitergibt, sondern diese gibt eher eine Qualität weiter. Ein Gedanke der Anbetung zum Beispiel ruft eine sehr hohe Schwingung hervor. Umso inbrunstiger und umso unegoistischer aber auch diese Anbetung ist, darum geht es auch immer. Also wenn man irgendwelche Anrufungen macht, wie das in der Vergangenheit ja sehr viel geschehen ist oder wie bei den Fußballern, dass dann so gebetet wird, lass uns gewinnen, also wo das große Geld und der große Ruhm dahinter steht, diese Gedankenwellen sind natürlich nicht besonders hoher Art. Und sie haben aber weder den Vorteil, dass sie die Massenwellen sind, natürlich dadurch auch eine gewisse Kraft, aber die Qualität eben, die ist hier wesentlich bedeutsamer. Um die geht es uns. Und die bringt dann auch die Verfeinerung der Wellen hervor und ruft ihrerseits wieder in der Gedankenwelt, in der Mentalwelt ihre Resonanz hervor. Also die Gedankenwelle oder ihre Schwingung vermittelt also die Qualität, nicht deren Gehalt. Wenn zum Beispiel ein Hindu in einer tiefen Verehrung für Krishna versunken dasitzt, regen die Gedankenwellen, die sich aus ihm ergießen, die Menschen, die unter ihrem Einfluss geraten, auch zur Anbetung an, obwohl die bei einem Mohammedaner Ala gelten würde, in dem Fall, der oder bei einem Zoroaster Ahura Mazda oder bei einem Christen natürlich Gott Vater oder Jesus Christus. Daran sehen wir, dass es hier nicht um den Inhalt, um den Namen geht, sondern um die innere Haltung. Das ist für uns hier schon sehr wichtig zu wissen. Also ein Schüler der Esoterik benutzt sozusagen eine Mentalqualität in sich und auch ein sehr religiöser Mensch, aber wie gesagt, eben unegoistisch, der dann in Fluktuation gerät und höhere Schwingungen in den Umraum schickt. Und das ist zum Beispiel ein Bereich oder eine Schwingungsqualität, die bei einem gewöhnlichen Durchschnittsmenschen der heutigen Zeit, bei einem reinen Materialisten, der sich nur für sinnliche Ereignisse interessiert, überhaupt noch nicht aktiviert. Und wenn er dann auf einen Menschen trifft, der dann diese Schwingungen in sich erzeugt, dann reagiert er sogar oft allergisch oder mit Abwertung. Also ich habe es selbst in meinem Leben, in meiner ersten Ehe erlebt, denn mein erster Mann war Mediziner und hatte eine eher schulmedizinische Einstellung. Und ich begann damals exzessiv, auch wirklich exzessiv mit der Meditation und habe auch mein damaliges Kind noch in der Stillzeit mit in die Meditation einbezogen. Jetzt ganz abgesehen davon, dass man sich natürlich auch verändert
und auch andere Ideale und Gesprächsstoffe entwickelt. Aber es war schon vor allen Dingen auch die Schwingung. Und das passte dann gar nicht mehr zusammen. Das können Sie sich vorstellen, dass Sie fast kaum mit einem Menschen in einer Wohnung zusammenleben können, wo Sie viel meditieren und der andere Ihre Meditationen eigentlich ablehnt. Aber für uns, die sich ja ständig erhöhen und vergeistigen wollen, ist es sogar von immer größerer Notwendigkeit, dass wenn sie spüren, dass sie abfallen und dass ihre Gedanken nicht mehr besonders standhaft sind in einer idealen Weise, dass sie sich immer wieder, also auch mehrmals am Tag hinsetzen oder ihr Herzschlag zu hoch ist. Das ist zum Beispiel auch ein Grund. Oder sie sich wieder in irgendeine Sache sehr verrennen oder eine Nachricht bekommen hat, haben, die sie sehr beunruhigt, zwingen sie sich wirklich immer wieder, sich hinzusetzen und zwar mit wirklich stockgerader Wirbelsäule, den Kopf nach vorne mit geschlossenen Augen, nicht nach oben und nicht nach unten, sondern wirklich geradeaus mit geschlossenen Augen und setzen sie sich erstmal hin und beobachten ihre Gedanken. Und wenn sie das nur 5 bis 10 Minuten machen und hinterher aufstehen, sie werden sofort eine vehemente Wirkung spüren, die dann andere Gedankenwellen im Nachzug hat. Also es ist, auch wenn sie während der Meditation denken, dass sie voller Thinking Over sind, werden sie danach trotzdem diese beruhigende Wirkung haben. Also wir brauchen eigentlich niemals Tranquilizer, um uns zu beruhigen, sondern wir brauchen die Meditation und im Prinzip ja auch alle Materialisten, die aber noch nicht so weit sind. Andererseits, wenn viele Menschen, und es werden immer mehr, meditieren und ihre Gedankenschwingungen in die Atmosphäre setzen, dann werden es auch immer mehr sein, die damit anfangen oder sich involvieren lassen. Und das kann ich aus meiner eigenen Zeit damals sogar bezeugen. Selbst als ich mich dann letztendlich ja scheiden lassen musste von meinem ersten Mann, trotz 2 Kindern, haben einige unserer akademischen Freunde durch mich begonnen zu meditieren. Und ich glaube, sie tun es heute noch, weil ich damals in der Lage war, zum Beispiel beim Zahnarzt, wir hatten einen Freund, der war Zahnarzt, hatte gerade in Heidelberg in der Hauptstraße eine sehr luxuriöse Zahnarztpraxis eröffnet. Und ich bin dann von ihm behandelt worden und die Behandlung sagte, er wird schmerzhaft werden. Und ich wollte trotzdem kein Schmerzmittel und habe gesagt, ich mache das anders. Und ich habe dann mein Mantra gehabt und ich konnte mich damals so stark in dieses Mantra reinbegeben, dass ich diese Schmerzgrenze überwunden hatte. Und da eigentlich ganz schadlos draus hervorging. Und nach der Behandlung hat er mich gefragt, wie ich das geschafft habe. Und dann habe ich ihm das gesagt, dass ich das mit dem Mantra gemacht habe, mit der Meditation. Und daraufhin ließ er sich in die Meditation einführen und auch seine Frau. Und ich glaube, sie meditieren heute noch. Sie sind dann in die buddhistische Richtung und haben da sehr hohe buddhistische ja, so Meister bei sich logiert, weil sie eine sehr große Villa hatten. Sind die wenn die dort in Heidelberg stationiert haben, sind sie immer zu denen gekommen. Aber wenn man mal bedenkt, am Anfang das Vorurteil und dann, tja, erst verlacht und dann kopiert, ne? Man kennt es ja. Also zeugen Sie mit Ihrer eigenen Person und sind Sie davon überzeugt, dass Ihre guten Gedankenwellen immer ankommen, auch über
immer mehr weite Strecken hin. Als wenn Sie jetzt in eine Sphäre kommen, wo Sie spüren, dass dort eine Mentalenergie vorherrscht und auch sich etabliert hat, und Sie spüren, dass vor allen Dingen, also Sie können Mentalqualitäten, wie wir eben besprochen haben, nicht mit Ihrem Gehirn wahrnehmen. Also das liegt außerhalb des Gehirnes. Wo Sie es wahrnehmen lernen, ist Ihr Sonnengeflecht, Ihr Solarplexus und auch Ihr Hara-Zentrum. Das liegt im Nabelbereich. Und dort spüren Sie ein mulmiges Gefühl. Wenn Sie es in Farben übertragen, kommen Sie in den Grau-Braun-Bereich. Und dann können Sie auch noch sich hinsetzen, erstmal ganz neutral wahrnehmen, was macht diese Mentalmaterie mit mir. Also es könnte sein, dass Sie intellektuell vielleicht noch relativ tief davon überzeugt sind, dass es was Gutes ist, aber Ihr Solarplexus spricht das Gegenteil aus. Aber es kommt mehr auf den an, weil das Gehirn dazu neigt, durch die eigenen egoistischen Restbestände, die ja in uns sind, sich wieder Dinge so zurechtzuzimmern, wie sie halt in das alte System passen. Aber jetzt kommen sie in eine neue, das ist dann wieder, wie wir es auch schon hatten, in ihrer Aura geht es da ein bisschen durcheinander, die Farben. Kommen an andere Orte wie bisher. Sie fühlen sich durcheinander überfordert. Und was hilft Ihnen da eigentlich auch wieder? Die Meditation. Aber das ist jetzt wieder die, wo Sie sich hinsetzen und Ihre Gedanken einfach verfolgen, ohne sich in sie zu verwickeln. Und dann können Sie es auch wirklich Ihrem höheren Selbst überlassen, und darum bitten, beten, bitten, dass eine Ordnung in dieser Situation in sie hereinströmt und darum bitten, dass über die Intuition sie wissen, ob sie dieser Sphäre weiterhin angehören wollen oder folgen wollen, oder eben nicht. Vertrauen Sie da ganz stark, auch wenn es manchmal so ein bisschen Zeit benötigt. Schauen wir uns nochmal die Gedanken an, wie man sie auch vielleicht unterscheiden kann und wie sie entstehen. Also die Qualität der Gedanken bestimmt ihre Farbe. Das können Sie, glaube ich, nach allem, was wir bisher schon durchgenommen haben, ganz klar erfassen. Darüber können Sie zum Beispiel auch meditieren. Die Qualität der Gedanken, sind es düstere Gedanken, sind es schlechte Gedanken, sind es heilige Gedanken und so, dass die die Farbe bestimmen. Und umso höher wir schwingen, umso mehr können wir, also wenn wir dann in die zum Beispiel Empfindung haben, die bis in den Devachan gehen, Farben entwickeln, die es hier in unserer irdischen Palette gar nicht gibt. Dann haben wir die Art der Gedanken, also welche so Inhalte, beziehungsweise müsste man eigentlich sagen, mehr die Struktur der Gedanken. Sind sie jetzt, sagen wir mal, mathematischer, geometrischer Natur, dann können Sie sich ja vorstellen, dass die Formen ganz klar umrissen sind. Wenn jemand sehr, sehr, sehr konzentriert denkt, dann hat er ganz klar umrissene Formen. Und ein Mensch, der immer so, ja, so verschwommen denkt und von allem gleich so eine Affinität, da denke ich hin, dort denke ich hin, immer gleich da, sich wieder ablenken lässt, das sind dann sehr, ja, so wenig umrissene Formen. Und da können Sie sich ja heute schon vorstellen, wie es so in den Klassen der Schulen zugeht. Und die künftigen Lehrer, es hatte ja schon Rudolf Steiner
vor über 100 Jahren vorgegeben. Also das können Sie jetzt auch wirklich sehr, sehr gut verstehen und er ist auch der Einzige und Erste, der das wirklich versteht. Also da ist auch Maria Montessori und so weiter noch weit entfernt, dass die Gedanken der Kinder eben auf der hellsichtigen Ebene vom Lehrer geleitet und gelenkt werden müssten. Und welch hohen Reinheitsgrad muss aber dieser Lehrer in seiner Aura haben, in seiner Gesamtperson, die an das Göttliche natürlich angeschlossen sein muss und damit auch an das höhere Selbst der Kinder. Also wenn er 20 Kinder hat, hat er mit 20 höheren Selbsten zu tun und nicht nur mit der unteren Ausprägung, aber durch deren persönliche Ausprägung, erfasst er sie eben in ihrer Gesamtheit. Also im Prinzip müsste ein künftiger Pädagoge ein eingeweihter Mensch sein. Und dahin gehen oft die Gespräche zwischen meinem Mann und mir, weil mein Mann ist Pädagoge und Dozent und erzählt wirklich unglaubliche Dinge. Aber er legt es jetzt, sagen wir mal, nicht so auf so egoistische Ich-Selbstgefälligkeiten anders, sondern er nimmt an den Menschen, die er unterrichtet, wahr, wie ihre Denk- und in Denkkraft stärker wird, ihre Lernfähigkeit, Lernfreude, Lernfreude, die ja in der Schule heute gewöhnlich fehlt, und ihre Bereitschaft, an sich zu arbeiten. Also kommt noch ein Aspekt dazu, der in seinem Fall eigentlich, also das ist sozusagen eine moralisch-ethische Komponente, die da gar nicht dazugehört, aber da mein Mann sie in sich selbst ausdrückt, wollen seine Schüler es ihm da vielleicht auch so gut machen und so gut zeigen, wie nur möglich. Und das macht sehr viel Freude, so mit anderen Menschen zu arbeiten. Gehen wir mal noch zur dritten Unterteilung der Gedanken. Also wir hatten die Qualität, dann hatten wir die Art. Jetzt kommen wir noch zur Klarheit. Und da können Sie sich auch wieder denken, dass die Klarheit beides, also was wir eben hatten, die Form und die Farbe, noch eben klarer, kristalliner macht, die Formen auch kristalliner. Also und daran sehen Sie schon, dass Pythagoras ein Eingeweihter war, denn Mathematik und Geometrie sind Einweihungselemente und unser ganzer Kosmos, alles ist so aufgebaut. Und wenn unsere Gedanken an diese kosmische und devachanische Ebene dann wieder angeschlossen wird, dass wir wieder zu unserer eigentlichen Heimat während unserer Lebzeiten mit unseren gewöhnlichen Alltagsgedanken, wenn wir davon wieder involviert sind, dann werden wir wirklich Meister unserer irdischen Aufgaben. Wir werden ganz andere Architekturen entwickeln, andere Architekturen in Häusern als heute, die ja immer schlimmer werden. Es sind ja vieles, Menschen wohnen ja heute eigentlich in Schachteln oder in, sind manchmal bunkerähnliche Gebäude. Und ihre Gedanken passen sich auch, so schlimm es eben ist, diesen architektonischen Winkeln und Formen an. Und das ist auch ein Grund, warum Eingeweihte wie Rudolf Steiner auch an der Architektur so viel gearbeitet haben, weil sie prägt die Menschen. Und das sind die Schulen mit all ihren Rechtecken. Und das sind heute auch die Seniorenresidenzen, die alle irgendwelche fast schon Gefängnisgebäude darstellen, die noch so teuer und luxuriös eingerichtet sein mögen innen. Es sind wirklich Klötze, in die Menschen hineingesperrt werden und dann im Alter auch noch jede Naturform
außer so ein paar noch verkümmerte Pflanzen, die da noch rumstehen. Wir sind ja sehr viel durch Konzerten auch in solchen Räumlichkeiten. Also die Menschen verkümmern völlig in diesen Kästen. Und sie können dann auch nur noch so quadratische Gedankenformen bilden. Und das ist der Fernsehen. Und das ist ganz herabgedrückt auf die materiellen Interessen, die eigentlich ein Mensch mit 70 Jahren, 80 Jahren gar nicht mehr hat. Er hat eigentlich geistige Interessen. Und die werden aber durch diese Architekturen unterdrückt. Also Sie sehen, wie stark wir unsere Gedanken entwickeln müssen und wie sehr Sie die Natur lieben lernen, wenn Sie rausgehen und dann diese vielen Formen der Blätter, der Blüten, der Stämme, der Oberflächen von meistens Baumrinden und so weiter. Überall können Sie auf Entdeckungsreise gehen und die Wahrheit sehen der wirklichen ätherischen Strukturen. Also damit werde ich Sie heute mal wieder Ihren schönen Alltag überlassen und freue mich, wenn Sie bei unserer nächsten Lektion wieder dabei sind. Ihre Angelika Dahlhaus.